Ja, hallo Leute, wir sind's wieder ein Unboxing, wieder ein italienischer Wagen. Ich hoffe, es wird nicht langweilig, aber ich finde die besonders schön, gerade von ACME. Haben wir uns noch einen Speisewagen gegönnt. Dann machen wir das Ding mal auf. Wieder etwas umfassender eingepackt. Ja, diese Styropor-Teile drin. Da muss man wieder ein bisschen vorsichtig sein mit dem Auspacken. Nicht, dass der ganze Müll. Ja, das haben sie natürlich jetzt entsprechend super eingepackt. Jetzt muss ich erstmal die Folie rauskriegen. Ohne dass der ganze das ganze Zeug jetzt auf dem Boden fällt. Das wird schwierig. Ja, also das ist ein bisschen, ja, das muss eigentlich nicht sein. Ja. Super. Das haben sie wieder ganz super eingefallen. Ich denke mal, wunder, was drin ist, aber dabei ist eigentlich nur ein Wagen drin. Da, machen wir mal ein bisschen auf. Genau, so war das Bike, also das Ding ist draußen. So, weg damit. So, jetzt kommen wir zur Lok. Genau. Beziehungsweise zum Wagen. So, das ist das Ding. Es ist da noch was drumherum gewickelt. Auch weg. So, jetzt kommen wir langsam dahin, wo wir hinwollen. Das Ding hat, das kann ich gleich vorweg, das Ding hat die gleiche Lackierung wie der Gepäckwagen. Auch in dieser zwei Grau-Lackierung. Zwei Grautöne. Sehr schöner Wagen. Ein Speisewagen, ein italienischer. Also wen es interessiert, das wäre jetzt hier die ACME 50443 Artikelnummer. So, genau, jetzt zeige ich den mal. Snackbar Ristorante. Genau. Sehr schöner Wagen, auch natürlich maßstabsgetreu. Auch das gleiche in der Lackierung. Bigriccio con Filetti Gialli. Also zwei Grautöne und mit gelben Streifen. Ristorante, Snackbar. Sehr schön. Ja, die Fenster so ein bisschen schmaler. Breit und in der Höhe etwas speziell. Und hier auf der anderen Seite sehr schön, ja. Sind auch wieder Fiat-Drehgestelle, das was ich jetzt so erkennen kann. Hier ist der Einstieg. Genau. Hier sind die Bremsschläuche, hier sind die Trittstufen zu dieser einen Tür. Der hat, glaube ich, jetzt nur auf einer Seite Türen. Auf der anderen Seite hat er keine Türen. Hier das Dach, auch sehr interessant. Hier scheint eine Art Lüfter zu sein. Hier ebenso. Ja, der macht sich bestimmt auch gut in internationalen Eurocity-Zügen. Den werden wir dann auch schön präsentieren. Natürlich mit zusammen mit den anderen italienischen und schweizerischen Waggons oder österreichischen, je nachdem. Diese Wagen und Züge sind natürlich auch in Deutschland gefahren. Also da können wir noch einiges zeigen. Auch wieder maßstabsgetreu.
und wieder Epoche 5, 90er Jahre. So, ich hoffe, es hat gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Like und Abo nicht vergessen. Und tschüss.